Hallihallo und ja, da sind wir schon wieder. Für euch ein paar Tage später, für mich eben gerade. Und zwar hatten wir ja in der letzten Folge den Lord der Gargoyles besiegt und jetzt kommt der Anführer der Gargoyles dran. Yippie-yay! Und das Blöde ist, leider ist mein Rucksack schon leider ein bisschen voll. Und ich habe mich natürlich mal wieder vergessen zu buffen. Das passiert mir natürlich sehr gerne. Und was ich natürlich auch mal gucken muss, was ich total vergessen habe, ob ich meinen Skillbaum nicht ein bisschen aufleveln kann. Das wollte ich eigentlich schon in der letzten Folge machen. So, ich habe nämlich noch 2 Skillpunkte übrig. Kann ich hier Ziel ausweichen? Will ich jetzt nicht so. Feuer, was haben wir hier? Flammenschuss, den benutze ich ja ab und zu mal. Unbarmherziger Angriff, ich glaube, den benutze ich auch. Was haben wir hier? Das sind Buffs. Die benutze ich ja nicht. Und was haben wir hier? Flammengeschosse. So, kann ich hier ein bisschen meine... Die Eis ist ja schon hoch. Die kann ich nicht weiter. Okay, dann werden wir hier mal die Blitzsachen. Die Flammengeschosse. Und ich werde mich hier den unbarmherzigen Angriff widmen. So, dann, weil das habe ich, glaube ich, bei den letzten Malen total vergessen. Halt! Einmal, was läuft denn hier noch? Ah, komm, die machen wir erstmal, damit wir dann wieder einmal komplett buffen können. Oh, hier haben wir gleich wieder mehrere. Mal gucken, hoffentlich nehmen die nicht wieder gleich reiß aus. Das wäre ein bisschen blöd. Mal gucken, also ich glaube, diese Upgrades bringen jetzt nicht so viel. Aber vielleicht ein bisschen was. Das wäre nicht ganz verkehrt. Ups, ich muss auch immer mal noch so ein bisschen auf mein Leben aufpassen. Aber die fallen jetzt reihenweise um. Oder auch nicht. Aber jetzt, spätestens jetzt seid ihr Geschichte. Und natürlich ist mein Gepäck voll. Oh, da wünschte ich wirklich, wir hätten größere Taschen, damit ich das jetzt auch noch alles aufnehmen kann. Das wäre natürlich geil. Na gut, aber auf jeden Fall, ich war ja vorhin mit diesen modernen Beziehungen, mit diesen, dass man nicht, hatte ich eigentlich schon alles gesagt. Ich wollte eigentlich, darauf wollte ich absolut nicht eingehen, weil das natürlich, naja, für sehr viel Diskussionsstoff sorgt und zum anderen dann auch solche auf den Plan ruft, die sagen, haha, nicht meine eigene Beziehung. Und wartet mal ganz kurz. Oder auch solche, die meinen, oder auch solche bist nur Jungfrau-Typen und sowas. Und deswegen, irgendwie habe ich mich gerade. Oh, wo kommst du denn auf einmal her? Dich wollte ich ja überhaupt. Ich wollte eigentlich zu denen da. Und hatte jetzt eigentlich vor, mich zu buffen. Da kommen noch mehr. Sag mal, wo kommt ihr denn immer alle her? Das ist doch... Ist das euer Ernst? Leute, ich will mir ein paar Tränke reinpfeifen und ihr lasst mich nicht. Das ist pure Absicht, das ist pure Schikane. Mehr ist es nicht. Das ist die reinste Schikane hier. Ja, natürlich. Jetzt kommen
Ah ne, ihr kommt nicht dazu, sehr schön. Ich dachte schon, die anderen kommen damit dazu. Die haben ihn noch nicht gesehen, sehr gut. Okay, dann kommt jetzt der hier zum Einsatz. Das haben wir hier stark, großer, mittlerer. Und hier haben wir noch den kleinen. Erstmal die kleinen. So, dann die. Nein, falsch. Den wollte man ja nicht. Ich wollte nicht den großen. Ich weiß immer nicht, ob das wirklich was bringt. Aber scheinbar eigentlich lag der immer auf der Taste, aber irgendwie musste ich da jetzt scheinbar eine andere Taste. So, dann kommt mal her, ihr alle. Das sind da jetzt aber eine ganze Menge. Nee, auf jeden Fall, ich hatte ja angefangen, dass ich nicht auf den neuen Server gehe, weil sich da jetzt natürlich alle kloppen, PvP, und darauf habe ich keine Lust. Und auch wenn du mal gesagt, der Server ist doch so tot, und ich sag, yay, tot, geilo, je weniger Leute, umso weniger PvP, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie geil das ist. Und deswegen, zählt für mich das Argument nicht. Denn ich spiele es wegen dem Setting, wegen PvE und nicht wegen PvP. Und es wäre halt schön, wenn es das auch als Singleplayer geben würde, das also ohne PvP-Elemente, das wäre richtig geil. Aber leider steht halt die halbe Welt auf PvP. Und deswegen muss ich es halt auch ertragen. Ah ja. Ich kann jetzt ewig so weitermachen. Aber mein Inventar wird dadurch leider nicht leerer. Aber was der Vorteil ist, dass ich heute etwas länger spiele, ich kann mal hier die Seelensteine, Sterne, ihr wisst schon, was ich meine, hier die Seelenlotterie mal spielen, weil in den seltensten Fällen kann ich die ja spielen, weil ich schon immer vorher aufhöre. Das ist heute nicht der Fall und wow, wir kriegen richtig schön viele Folgen, weil das hier auch etwas... Und nein, ich ziehe es nicht in die Länge. Aber wir sind jetzt schon wieder bei 8 Minuten. Und hier werde ich jetzt gleich wieder diese durchsichtigen Viecher erleben. Und? Nicht? Sind sie nicht gekommen? Ich dachte, sie kommen jetzt. Naja, vielleicht irgendwann später mal, wenn sich alle auf den neuen Server ausgetobt haben. Ich meine, ich hatte ja schon mal ein Valo-LP angefangen. Und, ich bin mir einfach nicht sicher. Weil du wirst natürlich auf dem neuen Server hast du es, wenn du jetzt kein erfahrener Vor-Story-Spieler bist, dann hast du es dort natürlich sehr, 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 sehr schwer. Oh, ich muss mal was trinken, also mein Hals ist... Ups, entschuldigt bitte. Oh, das war wesentlich, das war gut. Ne, dieses Klacken, das war, ich hatte jetzt den
Flaschenöffner auf der Fritz-Cola-Flasche und als ich den jetzt gerade auf dem Schreibtisch abgelegt habe, deswegen hatte es so geklackt. So, aber was ich natürlich heute auch mal in der Aufnahme thematisieren wollte, ist die Zeitumstellung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sie wesentlich besser. Nein. Oh, shit. Du bist auf mich auch aufmerksam geworden. Ich wollte auch letztes Mal die ausnehmen. Ja, also was ich sagen wollte, ich habe sie eigentlich viel, viel besser verkraftet als erwartet, weil normalerweise habe ich mit Jetlags und so riesengroße Probleme und bei der Zeitumstellung ist der sozusagen ein Mini-Jetlag. Aber diesmal ging es erstaunlicherweise. Und vielleicht habe ich das auch nur falsch in Erinnerung, aber ich glaube, mich erinnern zu können, dass die Zeitumstellung ist ja jetzt schon seit ein paar Jahren vom Samstag zum Sonntag. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass das in den 90ern, aber wie gesagt, ich kann auch total falsch liegen, aber mir wäre halt so, dass das in den 90ern vom Sonntag zum Montag war. Und das war gerade im Frühling, wenn die Zeitenstunde vorgestellt wird, also dir dann eine Stunde fehlt, dass das, den Buff, den habe ich hier noch nie vor. Dass das dann natürlich, dass das dann verdammt schwierig ist, dass du da richtig Probleme hast. Aber selbst wenn du auf einmal im Winter, also im Herbst dann eine Stunde mehr hast, ist das natürlich auch nicht so einfach. Also es ist bei beiden schwierig. Deswegen, ich will diese Zeitumstellung einfach abschaffen. Zumal ich, wo renn ich denn lang? Zumal es bei mir halt wirklich auch so ist, dass ich halt, mein Biorhythmus ist wirklich von der Sonne abhängig. Und wenn es dann, du warst halt dran gewöhnt, wenn du um 7 auf war, also wenn du, dass es eigentlich schon hell ist. Und dann plötzlich, nach der Zeitumstellung ist es jetzt erstmal gut. Jetzt zum Glück ist es jetzt um 7 auch wieder hell, aber dann war es immer wieder dunkel. Und ich war einfach, weil, ja, das war so klar, dass ihr jetzt kommt. Und da ich halt wirklich nach der Sonne funktioniere. Und ich, klar, es gibt welche, die wo der Biorhythmus halt nicht mehr im Einklang mit der Sonne ist, aber in den meisten Fällen ist es halt doch der Fall und da ist es dann einfach nur bescheiden. Wenn es dann halt, tja, wenn das dann auf einmal anders ist. Klar ist die Sommerzeit, deswegen heißt es ja im Sommer dann schön, wenn es abends noch lange hell ist und du lange draus sitzen kannst. Ist klar. Also von mir aus im Verein, ich lese immer dann in den, wenn, also alle sind sich einig, diese Zeitumstellung abzuschaffen. Also zumindest ich kenne keinen, der jetzt die Zeitumstellung auf Verdei und Verderb beibehalten will. Ich finde, was halt wirklich einfach total grässlich ist und nervt, dieser zweimalige
Wechsel im Jahr, wo du dich einfach und vor allem, du bist teilweise gedanklich noch in einer anderen Zeit, du fühlst dich anders und es dauert einfach eine Weile, bis man das verkraftet hat. Klar, es gibt Leute, die haben weniger Probleme, es gibt aber auch Leute, die dann mehr Probleme haben. Und worüber sie sich nicht einig sind, ist dann, welche Zeit nun beibehalten werden soll. Klar, medizinisch ist es, also rein wissenschaftlichen und von der Chronobiologie her, ist die Normalzeit beizubehalten. Aber ich sag mir, im Endeffekt ist es mir eigentlich relativ wurscht, ob jetzt die Normalzeit, also die Winterzeit, im Prinzip UTC plus 1, oder ob, das war jetzt, ich hatte jetzt gerade, oder, scheiße, ich bin gleich tot. Nein, verdammt! Im Prinzip hatte ich mit meinem letzten Atemzug hatte ich die erledigt und die hatten mich erledigt. Verdammt. Na, aber das ist eigentlich eine gute Gelegenheit, um hier einmal kurz um die Folge zu beenden. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also macht's gut. Ciao.